Wie verläuft die Pandemie? Wo gibt es besonders viele Infektionen und wer ist am stärksten betroffen? Fragen, die Experten in Bonn aus tausenden Hinweisen beantworten wollen. Aus über 14.000 Datensätzen haben sie den Verlauf der Corona-Pandemie analysiert. Dabei fand man unter anderem heraus, dass Infektionen meist innerhalb einer sozialen Gruppe erfolgen. Weitere spannende Ergebnisse hat Fanny Juschten zusammengestellt. Der Stadtteil Tannenbusch in Bonn ist während der letzten drei Corona-Wellen einer der Hotspots gewesen. Vor allem solche Stadtteile mit vielen Mehrparteien oder Hochhäusern haben die höchsten Infektionszahlen. Dort, wo die Haushalte und der Migrationsanteil groß und das Einkommen gering sind. Doch die Erkenntnis der Forscher, Corona verbreitet sich auch hier alles andere als diffus. Ja, unsere Analysen haben gezeigt, dass Corona clustert. Das heißt, wir können Corona bis in den Wohnblock hinein, bis auf Adressebene statistisch vorhersagen. Hier am Bonner Modell sieht man, wie geballt sich Corona verbreiten kann oder auch nicht. Zwischen Februar 2020 und Juli 2021 konnten die Wohnblöcke, Straßen identifiziert werden, die kaum Fälle hatten, hier grau, und die, welche mit über 50% am meisten betroffen waren, hier tiefrot. Eine kleinteilige Analyse, die als Frühwarnsystem für ganz Deutschland gelten könnte, um so gezielt Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung abzuleiten. Dann könnte man schon versuchen, damit irgendeine Art von Aufklärungskampagne oder vielleicht auch gezielten Impfungen genau auf diese Gebiete zuzugehen. Oder eben Bürger auffordern, diese Gebiete gezielt zu meiden. Die Hoffnung der Forscher, das Infektionsgeschehen in Echtzeit für jede Stadt und Kommune auf eine Karte zu bringen, damit wohnblockgenaue Hotspots erkannt und vorhergesagt werden können.